Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Wir stellen ein Physiker, Chemiker, Biologen, Pharmazeuten, Mediziner, Ingenieure, Informatiker, Data Scientists, MBAs, ich weiß nicht was. Deswegen muss ich da ein bisschen so auf der prinzipiellen Ebene bleiben. Wir wollen natürlich Leute, die im Studium sehr viel Initiative gezeigt haben und die hohe fachliche Kompetenzen in den Bereichen haben. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir arbeiten sehr viel mit Universitäten zusammen. Wir machen relativ viel Campus Recruiting dabei. Wir achten aber auch sehr stark auf andere Themen wie Kollaborationsfähigkeit. Wir achten auf Werteorientierung und ein Thema, auf das wir wirklich sehr genau die Leute untersuchen, ist, wie neugierig sind die, wie sehr interessiert sie, neue Dinge zu entdecken. Wir haben eine Unternehmenskultur, die sich sehr stark auf Werte bezieht, wie eben erwähnt, die das Thema Neugierde sehr stark in den Vordergrund bringt und die sehr stark, da wir ein Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen sind, wo es über Grenzen hinweg viel Kooperation gibt, die sehr stark darauf achtet, dass wir gut kollaborieren. Da haben wir alle möglichen Slogans, The Power of We und Unite for Growth, wie das in jedem Unternehmen so ist. Aber wir beachten da sehr drauf, dass wir Leute zu uns holen, die einerseits eben technisch sehr, sehr gut sind, aber wir testen die ganz genau und teilweise mit wissenschaftlichen Methoden auf diese anderen Faktoren ab.